Jetzt kommt der erste Platz. Wisst ihr, was es ist? Ich weiß es natürlich noch nicht. Ist es vielleicht eine AK? Das laberst du. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem neuesten Top 10 Video. Heute geht es um die M4 A1S. Die Liste war auch sehr schwer zu erstellen, weil es wirklich extrem viele gute Waffen gibt und ich scheinbar einen sonderbaren Geschmack habe. So habt ihr mir es zumindest schon oft gesagt. So von wegen, wie die ist nicht in deinem Ranking. Es gibt auch welche auf Platz 11 und 12 und 13, die ziemlich geil sind. Aber die nicht mehr reinpassen. Zuerst möchte ich aber noch meinem Designer danken, The Face. Vielen Dank für diese ganzen coolen Bilder. Ihr kennt sie sicherlich schon. Ich mache sie immer wieder auf die Thumbnails drauf. Während ich rede, werden sie gerade eingeblendet. Hoffe ich zumindest. Es ist echt der Hammer, wenn man so jemanden an seiner Seite hat. Richtung Merch ist es richtig geil. Natürlich auch für die Thumbnails und so weiter und so fort. Es ist einfach edel, wenn man solche geilen Bilder am Start hat. Vielen Dank nochmal an dich, The Face. Und auch einfach nochmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Du weißt Bescheid. Jetzt legen wir aber los hier mit den M4s. Auf dem 10. Platz habe ich direkt die M4A1S Flashback. Die erinnert mich so ein bisschen an die Wasteland Rebel Waffen, Skins. Aber auch nur ein bisschen. Die ist grün und die anderen sind nicht grün. Aber diese Aufschrift mit den coolen Sachen da drauf. Love, not war. Und da vorne, hier unten steht Bang Switch. Also, sick. Denkt euch den Sticker wie immer weg. Das Teil kostet 4,50 € und ist wie gesagt auf dem 10. Platz. Und da fängt es auf Platz 9 wahrscheinlich schon an, dass einige von euch denken, what, dude, what? Die Golden Coin ist bei mir auf dem 9. Platz, weil mir Gold einfach nicht so sehr zusagt. Der Skin an sich ist schon sehr schön ausgearbeitet, aber in meinem Ranking ist er eben einfach nicht so weit oben angesiedelt. Das ist eine schicke Sache mit der Schlange hier drauf und der Sticker gehört nicht da drauf. Eine tolle Angelegenheit. Hier vorne Schlangenleder-Optik. 29 € kostet dieses hübsche Gerät. Naja. Und da ihr wisst, dass mir Gold nicht so sehr gefällt, kann man sich sicherlich schon denken, dass der nächste Platz die Chanticus Fire ist, auf dem 8. Platz. Die ist schon schicker auf jeden Fall, gerade weil Gold und Rot doch irgendwie gut zusammenpassen. Aber so alles in allem finde ich die einfach viel zu grell. Also, das hier hinten sieht aus wie ein cooler Smiley. Gut, Platz 1. Ne, aber sie hat den 8. Platz schon verdient. 57 € kostet sie im Moment. Naja, für Goldliebhaber sicherlich der Skin schlechthin. Auf dem 7. Platz habe ich die Mecha Industries. Weiß, schwarz, orange ein bisschen mit dabei. Die kommt einfach direkt viel entspannter rüber. Ich kann mir gut vorstellen, dass man mit der Chanticus Fire auch gerne mal frühzeitig entdeckt wird. Vielleicht in Ecken oder Nischen, die leicht abgedunkelt sind, in denen man mit anderen Skins nicht so schnell entdeckt worden wäre. Gut, die Mecha Industries ist jetzt auch sehr hell, aber nicht so grell wie die andere halt, ne? 27,66 €. Ja. Auf meinem 6. Platz liegt die Briefing und zu diesem Skin habe ich ja schon einen langen gehegten Liebesverbund. Einige, die die Top 10 schon komplett gesehen haben, wissen eben, dass mir diese Briefing-Teile ganz gut gefallen. Ich glaube, bei irgendeiner MP gibt es noch eine Briefing. Ich glaube, bei der UMP, ja, bei der UMP 45 und bei der Farmers auch. Bin mir gar nicht so sicher. Naja, auf jeden Fall sind die Briefing-Teile eben mein Metier. Und deswegen steht ja auch recht weit oben. Sie sieht sehr schlicht aus, gerade von weiter weg. Aber wenn man näher rangeht, wie zum Beispiel hier vorne an den Schalli oder eben auch hier in die Stelle rein, dann sieht man einfach doch Details, die einem so nicht auffallen. Ja, gefällt mir halt einfach. Was soll man machen, ne? 2,80 € und somit der günstigste Skin hier auf dem 6. Platz. Unglaublich, Frau Hansen. Auf dem 5. Platz liegt die Icarus Fell. Ich denke zu Recht, auf jeden Fall. Sehr schicker Skin, die Farbwahl ist ultra nice. Sie kostet 47 € und der Preis ist irgendwie nicht so richtig gerechtfertigt, weil dafür ist sie einfach zu undetailreich. Aber diese mitunter neonblauen Farbspritzer, sagt man sowas? Neonblau, keine Ahnung. Und hier vorne Lavalampen-Style. Also für mich verdient der 5. Platz hier in diesem Top 10 Ranking. Hier ist mein 4. Platz und zwar ist das diese Masterpiece. Die habe ich heute erst kennengelernt in diesem Top 10 Ranking, beziehungsweise beim Erstellen des Top 10 Rankings. Das ist auch der teuerste Skin in meiner Top 10. Es ist irgendwie unglaublich, dass ich die nicht früher kennengelernt habe oder gesehen habe. Die hat diesen Splash der Icarus Fell im Hintergrund. Das wirkt auch so ein bisschen wie eine Didi-Pad, aber wenn man genau hinschaut, ist es auch so ein Farbsplash. Der da so drauf gesprenkelt ist und nach außen eben weg spritzt. Hier hinten hat sie doch mehr Didi-Pad-Charakter. Aber trotzdem. Und hier in der Mitte ist ein Schriftzug, auf dem steht, ich esse gerne kein Fleisch. Oder viel Fleisch. Ich kann das nicht so richtig entziffern. Und da steht der Masterpiece. Keine Ahnung. Jetzt folgen nun die Plätze 3, 2 und 1. Ihr dürft also wieder raten und gespannt sein, was da wohl erscheint. Ich nehme an, den 1. Platz könnt ihr bereits jetzt erraten. Aber den Rest vielleicht nicht. Hallo? Achso, die Masterpiece kostet übrigens 100 €. Also 99,86 €. Abnormal, oder? Hoppala. Da fliegt mir der Stift weg, krass. Und da haben wir auch schon den 3. Platz, die Cyrex. Und für den Preis 11,45 € ist sie wirklich günstig. Also zumindest ein günstiges Top 3 Mitglied. Ich weiß nicht, ob meine Top 3 oder ja, annähernden Top 3 jemals so günstig waren. Gut, doch, vielleicht bei den kleineren Skins eben, bei den Pistolen und so weiter und so fort. Aber es muss jetzt auch nicht zwingend sein. Da sind ja auch echt Klopper dabei. Es steht hier drauf, M4A1S, dass man genau weiß, was für eine Waffe man in der Hand hält, falls man es vergisst. Die Farbwahl und die Farbbalance sind wirklich... Ich muss kurz den Stift loswerden, damit ich diesen Kussding machen kann. Wenn ich hier ist es
Mikrofon im Weg, wäsch. Verdient der dritte Platz, auf jeden Fall. Ich denke, die Cyrex ist bei einigen sehr weit oben angesiedelt, so wie auch bei den USPS. Waffen, Skins, da war die, glaube ich, bei mir auch in den Top 3 drin. An der Stelle würde es mich fast interessieren, was die USPS Cyrex wert ist. Könnt ihr bestimmt geschwind gucken, oder? Ich sag, dass die mehr wert ist wie 11 Euro irgendwas, oder? Ich weiß es nicht. Und da folgt auch schon der zweite Platz, die Dezimator. Die ist doch recht frisch, also sie kam mit dem letzten Case dazu, oder? Mit dem Operation Hydra Ding. Oder kam sie eine Case davor dazu? Auf jeden Fall ist sie noch mittelmäßig frisch. Warte kurz, sie war. Die ist auch aus der Case, wo diese neue AWP dabei war, die so komisch mit Kreide bemalt war, die ich bei diesem einen Case-Opening live gezogen hatte. Ich weiß nicht, wie dieses Ding hieß, keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. Mein zweiter Platz, 17 Euro wert, ultra nice. Ich habe direkt am Anfang gesagt, das ist die Waffe aus Tron, oder es könnte eine Waffe aus Tron sein, zumindest die Lackierung stimmt. Die Form vielleicht nicht so zwingt, aber es ist für mich die Tron-Waffe schlechthin. Na? Diese Neonfarben finde ich ultra sick. Sie erinnert auch direkt ein bisschen an dieses, an diese Far Cry-DLC-Geschichte. Wie war es? Far Cry Blood Dragon oder so. Neuch. Fucking neuch. Wie gesagt, 17,18 Euro. Geht. Die AKs waren, glaube ich, teurer, oder? Die AKs waren durch die Bank weg teurer als die M4A1S-Skins. Naja. Jetzt kommt der erste Platz. Wisst ihr, was es ist? Ich weiß es natürlich noch nicht. Ist es vielleicht eine AK? Laberst du. Platz 1! Da haben wir natürlich ganz klar die Hyperbeast, hallo? Was ist das für eine Frage? Jeder müsste eigentlich schon, als er gesehen hat, Top 10, M4A-Ding, aha, Hyperbeast, hat sich erledigt. Kann ich einpacken. Natürlich, die Hyperbeast. Fucking Fischizzle. So ein edler Skin, genauso wie die AWP und genauso wie auch diese neue Pistole 5.7 oder P250. Genau wie die neue Pistole, auf die eben auch der Hyperbeast-Skin gedruckt ist, ganz klar. Nummer 1, hier vorne steht Beast. Weil man damit einfach beastmäßig alles zerfickt. Ich lasse mir hier hinten die Wand so streichen in dem Hyperbeast-Logo-Modus-Ding. Und wenn ich reinkomme, bin ich zum Hyperbeast! Dann bin ich immer saugut, weißt du, weil Beasts halt voll gut sind und sowas. Hör doch jetzt mal auf, so einen Scheiß zu labern, verdammt nochmal. Platz 1 abgehakt. 36 Euro. Pff, ja, ich sag mal so. Für 36 Euro kann man sich auch schlechteres kaufen, ne? 36 Kaugummis. Ne, Kaugummis kosten nicht so viel. 37 Kaugummis. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Top 10 zugeschaut habt. Ich habe The Face übrigens auch einfach mal verlinkt, also seinen Twitter-Account. Guckt da einfach mal nach. Er hat da so eine 100-Steine-Geschichte am Start, beziehungsweise Steine-Bilder-Geschichte. Da bin ich auch schon mit drauf und da macht er immer mal wieder hin und her. Es ist echt eine coole Sache. Schaut bei ihm vorbei. Also was da auch noch auf euch zukommen wird von ihm, ist der verschissene Hammer, Leute. Aber ich will euch jetzt nicht so arg spitz machen. Chillt mal eure Grundbasis. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr mit meiner Top 10-Liste d'accord geht oder seid. Also ob sie euch eben gefallen hat, ob ihr dazu stimmt oder ob ihr sagt, komm, das ist kompletter Scheißdreck. Die Top 10 müsste eigentlich so aussehen. Oder eben eure eigene Top 5, Top 3 oder auch einfach euren Lieblings-M4A1S-Skin in die Kommentare schreiben. Der Satz war so lang, ich weiß gar nicht, ob das hinten überhaupt mit dem Vorderen passt. Das wird schon irgendwie stimmen. Wenn euch das Video an sich gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Und sonst sei nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh.